So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich bin einfach direkt schon mal den nächsten Tag nach vorne gegangen. Denn ihr seht, es ist mal wieder Zeit für die gute alte Rix-Rechner-Abholung. Und das bedeutet, dass die ganzen PCs, die wir über die letzten Parts zusammengebaut haben, jetzt abgeholt werden und wir hoffentlich eine Menge Geld dafür bekommen, weil wir haben ja auch letztendlich so über 10.000 Dollar in Game reingesteckt. Also sollten wir auch schon ein bisschen was dafür rausbekommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, gerade auch bei sowas wie dem sehr, sehr teuren Rechner, was wir da so rausholen. Ihr habt ja gemeint, da macht man durchaus teilweise das Doppelte oder noch mehr mit. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal zur Arbeit und schauen mal hier rein, denn da sollten wir sehen, was wir so bekommen. Übrigens haben wir hier anscheinend auch gerade noch von einer weiteren Person ein kleines Geschenkchen bekommen. Weißt was, lesen wir uns das direkt auch erstmal durch. Ich habe also ein paar der Unify-Tutorials befolgt und einen Prototyp hergestellt. So eine Art Physik-Sandbox-Rhythmus-Spiel-Ding. Ich habe es Yoga-Simulator genannt und die Leute lieben es. Ernsthaft. Ich führe schon Verhandlungen mit dem Management zur Rechtübernahme. Sie wollen ein ganzes Spiel daraus machen. Sehr zen. Ohne deine Hilfe hätte ich das nie geschafft, also vielen Dank für alles. Vielleicht schicke ich dir ein kleines Dankeschön. Fitness-Kultur-Guru, Personalabteilung, Eurotech Corporation, Lina Liddell. PS, der Mittagspausen-Yoga-Workshop findet bis auf weiteres nicht statt. Tut mir leid, ich war sowieso ziemlich schlecht darin. Wenigstens hat sie es zugegeben. Okay, wir bekommen den Ball. Nicht, dass wir dafür einen wirklich guten Platz hätten. Ne, wenn man den hier hinstellen könnte, dann könnte man sich ja noch hier so hinsetzen. Aber hier so unter der Rutsche, ich weiß ja nicht, und da hinten bin ich eigentlich auch nicht so ein Freund von, aber ne, müssen wir halt mit leben. Man kann ihn nicht mal draufsetzen, na toll. Danke, Entwickler. Jetzt steht das da, und wir können nicht uns hinsetzen. Was denn das? So, was haben wir hier? Unser Rechner, der 16.750 Punkte gemacht hat. Wir haben da 3.000 reingesteckt und wir bekommen jetzt 8.400 raus. Scheinbar. Also ich weiß nicht mehr genau, ob wir da nicht vielleicht... Ja gut, das war noch einer von denen... Ja stimmt, das war einer von den günstigsten sogar noch. Das war ne der mit dem 7980 XE. Da haben wir hier gar nicht so viel reingesteckt. So, was waren denn da für eine Grafikkarte? Obwohl, doch, stimmt. 6800 XT. Nein, das war nicht einer der günstigsten. Aber auf jeden Fall können wir damit schon mal leben. Ja, was haben wir hier? Da kriegen wir nur 6000 für. Und das traurigerweise, obwohl das einer der PCs war, wo wir auch was für gekauft haben. Das Board allein war 400 Dollar. Günstig war es jetzt leider nicht, aber... Ey, wir haben immer noch ein gutes Stückchen Profit damit gemacht, also können wir auch damit leben. Ja, da sieht man, also ein paar von denen sind nicht so gut gefahren. Traurigerweise halt auch der hier nicht. Ja, da hatten wir mit der Grafikkarte, da hatten wir halt nur eine 2080 drin. Die hat uns da schon ein bisschen Performance gekostet, beziehungsweise ein bisschen Geld. Wahrscheinlich hätten wir da jetzt einfach eine teurere Grafikkarte reintun können und wir hätten, was weiß ich, das Dreifache an Profit im Vergleich zu dem gemacht, was wir reingesteckt hätten. Also nicht, dass wir unseren tatsächlichen Preis da verdreifacht hätten, aber dass wir hier von dem Gewinn her im Vergleich zu den Kosten, die wir hatten, dass wir da halt deutlich mehr machen. Weil das halt sehr von dem Wert hier abhängig ist. Ja, 3.350 Gewinn ist auch okay. Ja, dann sind es nur 2,8, aber das sind ja auch, glaube ich, die wir ganz am Ende gebaut haben. Habe ich mich da eben geirrt. Die, bei denen wir nicht so viel bekommen haben. Wow, und hier bekommen wir tatsächlich gar nicht so viel Gewinn. Ist nicht so krass. Ne, bei einigen anderen haben wir mehr als das, was wir für die Baukosten hatten, nochmal zusätzlich als Gewinn gehabt. Hier nicht mal. Ich meine, 6.500 Dollar Gewinn, ich will mich nicht drüber beschweren, aber ist jetzt nicht so, als hätten wir wie bei dem einen PC da eben, wo wir 2.000 an Baukosten hatten, wo wir 6.000 rausbekommen haben oder so. Das hier ist jetzt nicht so krass.
Also klar, das werden wir auch annehmen. Ne? Wir haben immer noch Profit gemacht. Wir sind jetzt bei 50.000, was durchaus ein bisschen mehr ist. Allerdings ist es halt jetzt nicht so heftig, wie man denken würde. Wir können aber trotzdem mal schauen, ne, einfach nur, um es zu wissen, wo hier überall noch Deko-Elemente hin könnten, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich hier zum Beispiel so eine Couch hinstellen will. Das passt meiner Meinung nach hier einfach nicht so, weil von einer Seite sieht es immer blöd aus. Aber wir können hier auf jeden Fall noch ein paar Teppiche hinlegen, uns hier, was weiß ich, eine Arcade-Maschine oder sowas hinstellen und vor allem ein paar Sachen da hinhängen und so weiter. Das können wir durchaus machen. Aber ist jetzt nicht so heftig, wie man gedacht hätte vielleicht. Muss ich ehrlich sagen. So, also, wir wollen erstmal schauen, dass wir nach einer Couch und ich vermute mal einem Arcade-Automaten shoppen. Das würde ich jetzt heute da ein bisschen, ne, dran anschließen. Das passt, wie ich finde, ziemlich gut. So, da hätten wir Großartikel. Ich vermute genau, da haben wir solche Sachen wie Couches. Da finde ich tatsächlich die hier mitunter am schönsten. Obwohl, sowas geht natürlich auch, aber ne, wenn wir hier... Ich hätte die sowieso neben die Rutsche gepackt. Ich glaube, da passt das Blau ziemlich cool. So, dann können wir hier noch sowas hinstellen. Arcade-Automaten, beziehungsweise ein Flipper. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das das ist, was dorthin sollte. Ist das da, können die auch hier hin oder ist der Flipper nur auch für die Grünen hier? Ich weiß es halt nicht. Sekunde, bei den Gelben, das ist sowas wie ein Kühlschrank, aber die sehe ich hier nirgends. Ja gut, das hier ist alles Dekorzeug, Küchenzubehör. Müssen wir vielleicht tatsächlich bei alle Artikel rein. Da sind die nämlich, glaube ich, nach den einzelnen Kategorien. Ah ja, wir sind hier nicht bei alle. Da sind die nach den einzelnen Kategorien. Ja, tatsächlich, die Sache mit dem Arcade-Automaten, der hätte da wahrscheinlich nicht hingepasst. So, der Kohleautomat ist sauteuer. Und Drift Racer 2 auch. Also wirklich sauteuer. Ich weiß nicht. Na, weißt du was? Gönnen wir es uns einfach mal. So, den Ball lassen wir da, den wir da bekommen haben. Bei den Postern und so weiter bin ich mir allerdings noch ein bisschen unsicher. Für wie viele hätten wir da noch Platz an Postern? Da haben wir schon welche. Da auch, da auch. Hier passen noch 4 Stück hin und oben war, glaube ich, noch Platz für 1. Genau, das heißt, wir können noch 5 weitere Poster aufhängen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Sache ist, die ganzen PC-Themed-Sachen haben wir alle schon. Können natürlich von mir aus durchaus noch hingehen und da jetzt ein paar Sachen hinhängen, die ne, zu anderen Spielen passen und so weiter. Von mir aus auch irgendwas anderes, was ein bisschen künstlerischer aussieht. Aber brauchen wir halt eigentlich nicht. So, dann nehmen wir mal das mit. Das hier. Von mir aus auch ein Hochkant. Und das dann noch. Genau, dann hätten wir 1, 2, 3, 4. Bräuchten allerdings noch ein weiteres. Ja, weißt du was? Nehmen wir noch ein Vollgeist-Bild mit. So, dann hätten wir noch Platz für, ich glaube, 2 Teppiche, genau. Oben ist ja nur einer, genau. Ja, stimmt, wir hatten ja sogar schon eine blaue Couch. Ach, weißt du was? Ist egal. Stellen wir uns halt noch eine blaue Couch hin. Gibt Schlimmeres. Ja klar, so ein Bild brauchen wir überall, wo Erfolg ist. Da muss, ne, direkt Wolkenkratzerbilder. Das ist ein Muss, ein pures. So, für den Boden, da hätten wir dann ein paar Teppiche. Wir könnten irgendwo ja mal was anderes hinlegen. Ne, sowas. Von mir aus auch direkt zweimal. Obwohl, hier haben wir so ein paar Sachen, die zumindest
so ein ganz klein wenig an PC-Hardware erinnern. Weißt du was? Nehmen wir die mit. Nehmen wir einfach die mit. Das hier kann wieder raus. Und dann können wir die dort vorne hinlegen. So, was fehlt uns dann noch? Ich glaube, sonst sind es tatsächlich nur noch Sachen, die wir hängen können. Sprich, die blauen Gegenstände. Ich hoffe, ich langweile euch übrigens nicht zu sehr. Aber wir sind auch gleich durch. So, da oben hätten wir Platz für zwei blaue Dinger. Unten ist Platz für auch nochmal zwei. Ne, sonst sehe ich nirgends. Das heißt, wir können insgesamt vier von den blauen, wenn wir wollen, kaufen. Zum Aufhängen müsste das sein, genau. Ja, sind vor allem halt Pflanzen. Können natürlich auch sowas einfach mal hinhängen, warum nicht? Und dann hängen wir vielleicht oben noch irgendwie ein paar Pflanzen hin. Wie wäre es hiermit? Das wird schon nicht so schlecht sein. So, jetzt gucken wir hier traurig drauf und sehen, dass fast die Hälfte unseres Geldes danach weg ist. Nämlich 19.000 Dollar, die wir jetzt alleine dafür zahlen, dass wir das Zeug da alles uns hinstellen. Und hier eigentlich immer noch nichts stehen haben. Was irgendwie so ein bisschen traurig ist, aber ne, allein wenn wir hier halt was hinstellen, wenn wir da dann auch noch was stehen haben, ist der Raum einfach viel zu voll, finde ich. Das können wir nicht machen. So, wir liefern einfach mal am nächsten Tag. Nicht, dass wir es nötig hätten, aber es muss jetzt auch nicht zwingend heute da sein. Dann würden wir ja wirklich den ganzen Part nichts anderes tun. Was wir aber tatsächlich auch noch machen könnten, ich weiß, das tut vielleicht ein bisschen weh, wenn wir unser Geld noch weiter schwinden sehen, aber wir müssten in der Theorie zumindest das Zeug auch noch kaufen. Also ich meine nicht, dass wir es großartig nutzen, aber theoretisch haben wir die Sachen halt immer noch nicht an Peripherie. Ein paar Sachen haben wir halt, die standardmäßig da sind, aber halt nicht alles. Und das ist durchaus auch noch mal ein bisschen mehr, wenn wir die uns alle holen wollen. Ich sage auch nicht zwingend, dass wir uns die alle holen, aber ein paar könnten wir uns einfach schon mal einen Warenkorb packen, damit wir sie in der Theorie haben. Und abgesehen davon gibt es sowieso nichts, wofür wir unser Geld sinnvoll ausgeben können mehr. Also warum nicht einfach mal für irgendwas nutzen. Ich würde sagen, so 20.000 können wir locker ausgeben, ohne Probleme. Mehr als 10.000 brauchen wir im Alltag nicht. Und wenn wir wollen, können wir ja einfach nochmal uns ein, zwei Parts hinsetzen, PCs bauen, die wir weiter verscherbeln für viel zu viel Geld und dann damit ein bisschen wieder Geld in die Bank bringen. Aber jetzt gönnen wir uns einfach hier mal so ein paar Sachen. Ich hätte übrigens nichts dagegen, wenn es so eine Option gäbe, einfach alles in den Warenkorb legen. Ich weiß, 90% der Spieler werden das vielleicht niemals nutzen, aber ich würde das nutzen. Also, ne, Entwickler, also wenn ihr Bock drauf habt, ich wäre dabei. Ich könnte das Feature gebrauchen. Ganz ehrlich, da hätte ich nichts gegen. So, denn mittlerweile habe ich mich auch angewöhnt. Manchmal registriert denn das Spiel nämlich nicht die richtigen Klicks hundertprozentig, dass ich da immer doppelt drauf klicke, damit ich hoffentlich nicht irgendeinen Gegenstand verpasse. Weil wie gesagt, manchmal registriert er den Klick nicht beim ersten Mal 100% richtig. Und das ist dann echt übel, wenn man das Zeug bestellt, da dann das Zeug da ist und man dann erst sieht, oh Moment, also eigentlich haben wir nicht alles bekommen, was wir überhaupt eingekauft haben. Das ist dann natürlich immer eine doppelt blöde Situation, weil man halt nochmal neu einkaufen muss und weil man was verpasst hat. So, die hätten wir auch alle. Dann kommen wir als nächstes zu den guten alten Mausmatten. Danach sind es nur noch die Headsets und die Monitore. Dann sind wir ja im Grunde da durch. Nur für die Mausmatten haben wir schon eine Menge. Weiß zwar nicht genau wieso, aber wir haben sie. Und ich glaube zwar nicht, dass es irgendwelche Aufträge gibt, wo man irgendwie eine ganz bestimmte Mausmatte oder einen ganz bestimmten Monitor oder sowas irgendwo hinstellen müsste. Übrigens an der Stelle, Entwickler, das wäre auch eine Option, ne? Dann hätte man nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Aber
dann haben wir sie einfach, ne? Besser haben als nicht haben. Das sage ich an der Stelle immer. So. Monitore werden wir uns, glaube ich, aber nicht mehr alle leisten können. Also außer wir wollen wirklich knapp bei Kasse danach sein. Denn die kosten ein bisschen was. Nämlich irgendwie, was weiß ich, ich glaube, bei den Monitoren alleine könnten wir locker nochmal bei 10.000 sein. Vielleicht sogar bei mehr, ich weiß es nicht genau, weil hier sind ein paar drin, die ein bisschen teurer sind. Sowas wie den hier. Ich kaufe erstmal, ja, Sekunde, weißt du was, tun wir den auch rein. Ne, nicht, dass wir irgendeinen verpassen, die hatten wir. Okay, wir schaffen doch alle. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Dann sind wir noch bei 6.000 Dollar. So, ich hoffe, wir haben damit alles gekauft. Jetzt können wir nämlich nochmal durchscrollen und dann sehen wir, ob wir was verpasst haben. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich da eine gute Strategie zum alles anklicken entwickelt, sodass ich nichts mehr verpasse. Und es scheint tatsächlich so zu sein, als hätten wir alles bekommen. Sehr schön. Das gefällt mir doch gut. Ja, haben wir alles. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, aber wir haben einfach mal alles. Gut, jetzt hätten wir theoretisch wirklich einen kompletten Einrichtungspart machen können. Aber hey, schauen wir, dass wir wenigstens noch ein, zwei Aufträge oder sowas machen. Beziehungsweise, weißt du was, machen wir den Auswärtsauftrag. Das bietet sich doch gerade eigentlich dann an. So, Pathé Elster. Alles klar, ich brauche einen neuen PC. Hab dieses Gehäuse online gefunden, das ich benutzen will. Das Größte, das ich auf die Schnelle finden konnte. Wird cool aussehen, ist aber echt schwer. Hab ehrlich gesagt keine Böcke, das bist du dir hinzuschleppen. Ich lass das mal lieber auf meinem Tisch hier und du kannst kommen und es machen. Und lass dich nicht bei der Hardware lumpen. Wenn Datamine nicht mit den empfohlenen Spezifikationen oder besser läuft, ist es ein Reinfall, klar? Ach, und stell das Hintergrundbild auf irgendwas mit einem Fußball. Großes Spiel am Wochenende, ich will mich nicht aufpumpen. Dad sagt, ich müsste auch Sellout installiert haben, aber das klingt übelst öde. Also egal. Was geht? Ich bin Pathé Elster. Meinem Dad... Oh nein, das ist der Sohn von Ira. Oh nein. Oh nö, jetzt müssen wir auch nur... Jetzt müssen wir zwei Volltrotteln zu kämpfen haben. Womit haben wir das verdient? Meinem Dad gehört die Firma hier, also bin ich eine große Nummer. Dad ist eine Weile auf einer Geschäftsreise gehen, aber ich habe ihn dazu überredet, mir die Leitung zu überlassen. Das ist eine super Idee, kann ich mir super vorstellen. Was heißt, dass hier jetzt alle auf mich hören müssen? Hab große Pläne, wenn Dad zurückkommt, lässt er mich den Laden sicher in Vollzeit führen. Ja, wer glaubt's? Wer glaubt das dir? Niemand. Niemand wird's dir glauben. Dein Vater schafft es nicht mehr, den Laden hier zu schmeißen. Wir schmeißen ihn an. Erster Schritt, wir verkaufen ein paar von den unnützen Abteilungen. Buchhaltung, echt jetzt? Langweilig. Gebäudemanagement, echt keine Ahnung, was die meinen. IT-Support, nutzlos, nicht böse gemeint. Gibt dir gleich IT-Support, wird ausgelagert. Gleich werfe ich deinen PC aus dem Fenster. Kleines, beschissenes Balk. Und dann natürlich noch hier in der krassen Suite. Und auch noch ein hässliches Case ausgewählt. Ach, naja. Müssen wir halt mit leben. So, dafür kriegst du jetzt nur noch Billo-Komponenten. Ich weiß, ein bisschen was müssen wir leider einbauen, weil er sehr verlangt, aber... Wir werden ein bisschen sparen, eventuell. Und dafür fühle ich mich nicht schlecht in dem Fall. Ja, okay, da können wir sowieso noch nicht viel machen. So, bei Mainboard bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich hätte vielleicht gucken sollen, dass wir erstmal schauen, was wir brauchen. Wäre wahrscheinlich am klügsten gewesen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht, also müssen wir so klarkommen. So, was haben wir hier? Ich glaube, wir brauchen für Datamine schon ein bisschen mehr. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was wir hier für eine CPU nehmen wollen.
die 15.400, da bräuchten wir halt auch durchaus ein bisschen besseres Mainboard. Und ich glaube, wir haben nichts, genau, wir haben nicht 1200er Sockel. So, wie sieht's sonst aus? Kaby Lake hätten wir halt noch was, aber ich glaube, da haben wir auch kein Board mehr. Wir haben nur Coffee Lake, ne? Nein, wir wollten nicht zum CPU-Kühler, wir wollten hier hin. Ja, wir haben nur Coffee Lake. Das ist ungünstig. Weil das ist alles Schrott. Sonst hätten wir natürlich noch ein bisschen AMD-Zeug. Oder halt Coffee Lake. Hm. Wir können ja mal schauen. Bauen wir ein B450M Mortar Max mal ein. Dann sehen wir ja, wie es aussieht mit CPU. Sonst müssten wir halt, ne, direkt zurück in unser Büro und schauen. So können wir ja nochmal wenigstens probieren. Auch wenn ich irgendwie stark davon ausgehe, dass es nicht reichen wird. Für die Mindestspecs. Also 8 GB RAM werden wir da auf jeden Fall brauchen, bin ich mir ziemlich sicher. So, da können wir... Ah, weißt du was? Ein 480 GB SSD tut hier nicht weh drin. Haben wir die auch los. Können wir auch mal sagen... was weiß ich, tun wir... 5600 XT rein. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, was Datamine so braucht, aber ich glaube, es ist tatsächlich mehr als das, was wir hier jetzt gerade machen. Aber deswegen machen wir das hier ja. Wir wollen einfach mal schauen, was so notwendig ist. Und wir sollten auch noch ein Betriebssystem hier installieren, gerade mal. Einfach nur, um mal sicher zu gehen. Aber ja, genau, es wird schon angezeigt. Es läuft nicht. So, können wir aber theoretisch auch hier direkt die Bauteilleistungs-App nutzen. So, du wolltest Datamine und Sellout. Und die Hintergrundbildsoftware brauchst du auch. Frage ist, wie alt ist Iras Sohn? Also so wie er sich verhält, könnte er auch 5 sein. Aber ich vermute mal, so kurzsichtig war ihr dann nicht. Hoffentlich. Allerdings, von dem können wir halt auch alles erwarten. Also, keine Ahnung. So, Fußballspiel sagst du. So, hier hast du dein Fußballspiel. Ich vermute, das wird das Einzige zu dem Thema sein. So, Datamine läuft nicht, Sellout läuft. Und du willst, dass es mindestens auf empfohlenen Specs sogar läuft. Na, warum war eine 1080? Aus irgendeinem Grund ist das Spiel der Meinung, dass eine 5600 XT und eine 1080 gleich gut sind. Okay, von mir aus. Das ist nicht unser Problem, auch wenn das definitiv nicht der Fall ist. Aber von mir aus. So, brauchen wir noch ein bisschen RAM. 8 GB, 3000 MHz. Und zwar hier den guten alten T-Force Dark. So, was ist denn äquivalent zum 8700 auf AMD? Ein 1700X, okay. So. Bauen wir den nochmal rein. Und sonst brauchen wir hier nichts. Obwohl, doch, VRAM. Ah, okay. Da müssen wir natürlich doch da ein bisschen aufstocken. VRAM reicht sonst nicht. So, was kostet so eine 5600 XT? $600 knapp. So, was haben wir sonst so? 2060. Okay. 1070 Ti wird ja nicht reichen. Da müssen wir mindestens halt eine 1080 drin haben. Nehmen wir mal die hier. Und das hätten wir gerne sofort. Müssen wir halt nochmal kurz zurück ins Büro. Aber das wird schon passen.
So, dann gehen wir natürlich wieder zurück zu dem blöden Balk. Und der bekommt dann auch gleich seinen Rechner. So, müssen wir leider alles trotzdem ein bisschen upgraden. Sowohl bei CPU als auch bei GPU. Da hätten wir einmal den 1700X. Na, 1700X. Und dann hätten wir natürlich noch die 1080. Und natürlich noch die 16 GB RAM. Fast hätte ich sie vergessen. So, da haben wir nämlich den zweiten Riegel. Und dann läuft da auch Datamine super toll drauf. Aber ich sehe, wir können sogar noch ein bisschen mehr beim CPU-Kühler sparen. Wir gehen nämlich runter auf den Deepcool GAMX 40. Der kostet noch ein bisschen weniger. Allerdings fehlt uns hier irgendwie, ich wollte gerade sagen, Kabel 2. Haben wir jetzt natürlich auch gelöst. Und wir sollten definitiv noch die Beleuchtung umstellen. Denn damit komme ich nicht mal klar. Auch wenn es nicht darauf ausgelegt ist, dass dieser Rechner schön sein soll. Das ist zu viel für mich. Zu viel Hässlichkeit auf einmal. Oh, wir können... Oh, das ist tatsächlich ein CPU-Kühler, der nur blau leuchtet. Okay. Dann können wir daran relativ wenig ändern. Aber ich würde sagen, das ist auch echt nicht unser Problem. So, können wir zurück in die Werkstatt. Und dann kriegt der Junge jetzt mal sein PC. Cool, cool, cool. Und mach dir keine Sorgen wegen dem Geld. Wenn die Abteilungen erstmal verkauft sind, ist dieser neue PC im Vergleich nur Kleingeld. Klar, wenn du uns verkaufst, dann hast du bestimmt viel Spaß mit deinem Rechner danach. Aber hey, ist nicht unser Problem, ist deins dann. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal von diesem heutigen Part von PC Building Simulator bei der IT Expansion hier gewesen sein. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ein Like, wenn es euch heute gefallen hat. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ciao!